Y-Titty. Offener Bruch oder Paartherapie. Genitalpilz und Epilepsie. Dann geht zu Dr. Alles, dieser Doc hört noch zu. Mit seiner Medizin bist du gesund im Nu. Wo druckt der Schuh, Herr Schwäger? Naja, ich habe einen Anruf aus Hollywood bekommen und sie haben mich gefragt, was ich grundsätzlich dabei. Und ich habe nicht verstanden, was ja. Und deswegen habe ich mich natürlich auf gewisse Weise ein bisschen verstehen Sie. Ich glaube, ich weiß, was Ihnen fehlt. Sprechen Sie mal nach. Kann man das nicht essen oder was? 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 Sehen Sie? Sie nuscheln! Ja, und Sie sprechen wohl perfektes Hochdeutsch oder was? Sprechen Sie mir mal nach. Tipptopp! Tip-top. 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 Pimmel. Bimmel. Ach, hör uns doch auf. Wir schluchten Scheiße, haben's doch eh schwer genug. Bleib mal lieber bei Ihnen. Ich bräuchte bitte ein paar von diesen Holzstäbchen. Der Schweiger kriegt die Zähne nicht auseinander. Das ist aber nicht meine Sprechstundenhilfe. Sie hat nicht in die Rolle gepasst. Dann habe ich sie mit meiner Tochter umbesetzt. Hallo, Dr. Alles. Ich bin dein größter Fan. Emma. Was habe ich dir beigebracht? Till Schweiger, ich bin ihr größter Fan. Krieg ich vielleicht ein Autogramm? Für meine Fans tue ich doch alles. Ich bin deine Tochter. Für meine Fans tue ich doch alles. Herr Schweiger, dürfte ich vielleicht ein paar Tests mit Ihnen durchführen? Sein muss. Was sehen Sie hier? Ein Film über eine komplizierte Vater-Tochter-Beziehung. Und hier? Ein Film über eine komplizierte Vater-Tochter-Beziehung. Und hier? Ein Film... Der beste Film aller Zeiten. Oh, falsch. Ach, das. Das ist natürlich ein Film über eine komplizierte Vater-Tochter-Beziehung. So kommen wir nicht weiter. Wir machen ein paar Assoziationsübungen. Ich sage Ihnen ein Wort und Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Okay. Schauspieler. Till Schweiger. Regisseur. Till Schweiger. Hollywood. Till Schweiger. Untalentierter Schwätzer. Till Schweiger. Dr. Alles. So, Sie halten mich also für einen Dummschwätzer. Ich weiß, was Ihnen fehlt. Was? Talent. Sag mal, geht's und noch? Putzen Sie mal Ihr Kinn, Sie leiden nämlich unter Arschuskinus. Das klingt aber gefährlich, ist das ansteckend? Ich meine, Sie haben ein Arschkinn. Jetzt reicht's aber, Sie Fuß, Sie Hochstapler. Sie können doch nicht einfach mir doch nicht aus, was ich Ihnen erzählen. Das hat ich Ihnen doch einfach alle gesagt. Also Sie sind doch deppert, dass Sie nicht was hier machen. Hört auf! Ihr seid beide arrogante Hochstapler. Aber ihr habt doch beide Erfolg in dem, was ihr tut. Seid stolz auf euch. Ihr habt Zweit gebracht. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wollten natürlich wissen, wer soll als nächstes zum Dr. Alles kommen. Schreibt in die Kommentare und weiter geht's dann entweder mit dem letzten Video, nämlich YOLO The Game, oder ihr seht euch die Biene Maya beim Dr. Alles an. Wählt wie immer weise, wir sehen uns nächsten Freititi-Tag.